Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Millennia. Ja, wie ihr eventuell schon sehen könnt, ist es Nacht und warum bin ich denn eigentlich hier in dem anderen Haus gestartet? Okay. Ich gehe mal kurz hier pennen. So. Gehen wir mal hier eine Runde pennen. So, und wie ihr eventuell schon seht, ich habe ein bisschen hier einen anderen Shader drinne. Weil ich eigentlich dachte, dass der hier jetzt mal besser funktioniert, aber irgendwie leckt der gerade genauso viel rum. Ich habe nämlich eben in der Zwischenzeit zwischen den Aufnahmen so ein bisschen geupdatet, ein bisschen rumprobiert und dies und das und jenes, weil ich dachte, vielleicht kriege ich es irgendwie hin, dieses Geruckel so wegzumachen. Aber irgendwie will es nicht so ganz. Ich weiß ja nicht, ob das hier an dem... Ich teste mal aus, vielleicht liegt das ja hier an diesem Resource Pack, also dass das mit diesen N-Maps nicht klarkommt. Gucken wir uns das mal an. Auf jeden Fall, ja. Ne? Habe ich halt mal alles geupdatet. So Forge geupdatet, Lightloader geupdatet, sonst was geupdatet. Und hoffe jetzt halt mal, dass das alles ein bisschen besser wird. Achso, und weil es am Shader ja auch nicht liegt. Upsala, kann ich ja auch mal wieder den anderen Shader reinmachen. Weil den hier finde ich irgendwie schöner. Ich kann natürlich auch mal... Okay, da hat es gerade geleckt. Ich kann natürlich auch mal nach einem anderen Shader Ausschau halten. Aber ich finde den hier irgendwie am schönsten. Außerdem ist das der Original von Mod-Entwickler-Shader und so. Dann können wir den ja mal nehmen. So, jetzt gucken wir doch, würde ich mal sagen, hier rein. Was brauchen die denn? Die brauchen... Oh, die haben Eichenholz. Haben die wirklich genug Eichenholz hier? Natürlich nicht. Ja, habe ich ja schon mitgekriegt, dass da letztes Mal irgendwie... nicht genug stand. Also war ich ein bisschen verwundert, dass die jetzt auf einmal genug haben. So. Dann würde ich sagen, mache ich erstmal die Playlist wieder an. Klar. So, gucken wir mal. Was können wir uns denn mal hier machen? Machen wir uns doch erstmal so ein paar Äxtchens. Hoppala. Alter, das ruckelt hier aber auch ganz schön, ne? Guck hier, ein paar, zwei. So. Ja, okay, das hat irgendwie... Ich weiß nicht warum, ich mach mal einfach spaßeshalber einen anderen... Ich mach mal... nicht das Chroma Hills. Ich mach mal hier eine ältere... Moment, nehme ich hier die untere Version, die neuere Version. Eine ältere Version vom Resource Pack rein. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass das irgendwie mit 1.8 Sachen nicht klarkommt. Aber irgendwie, ansonsten müssen wir halt wirklich wieder im Default spielen. Im Default. Wie man jetzt sagen würde, ne, im Default spielen, wenn das alles nicht klappt. Okay. Gucken wir mal. Falls das jetzt klappt, können wir auch wieder diese Endmaps anschalten, aber erstmal testen wir das hier so aus. Okay, und dann hinterher vergesse ich wahrscheinlich wieder Endmaps anzustellen, falls es klappen sollte. So, gehen wir das doch gleich mal verzaubern, ne? Level 5, Schärfe. Na super. Das lohnt sich natürlich total. Komm, ich will mal was Niedrigeres. 4. Haltbarkeit. Okay, Haltbarkeit lohnt sich schon ein bisschen mehr als Schärfe. Das ist halt das Doofe bei einer Axt. Die kannst du sowohl als ja, Werkzeug als auch als hier, ne? Schlage-Dingsbums benutzen. Okay, die FPS gehen wieder runter. Das geht mir hier gerade so mega auf den Piss. Ich mach das jetzt einfach aus. Da müssen wir halt mal im Default spielen, müssen wir jetzt mit leben, kann ich leider nichts dran ändern. Ich werde das außerhalb von der Aufnahme nochmal ein bisschen so rumtesten. Upsala. Woran das alles liegt. Aber ja, so macht das ja irgendwie keinen Sinn. So, jetzt würde ich nämlich sagen, machen wir uns einfach mal dran. Die brauchen sowieso wieder Holz. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder so eine Holzwelle, dass die irgendwie mega viel Holz brauchen. Bedeutet, wir basteln jetzt hier einfach mal alle möglichen Bäume ab, die hier so aus der Erde ragen. Also alle Mammutbäume, alle großen Bäume sind ja eigentlich keine Mammutbäume, sind ja einfach nur große Bäume. Ja, das machen wir heute mal. Habe ich mir so überlegt. Dann haben wir hier, ne, immer wieder eine schöne Beschäftigung. Holzhacken, yay, haben wir ja noch nicht oft genug gemacht. Ich meine, das ist ja wenigstens noch so ein bisschen spannend. Nicht so ganz so langweilig wie andere Aktivitäten. Wie zum Beispiel, ne, hier, Kobbel buddeln, so, wie wir das letzte Mal gemacht haben. Ne, gemacht, so in Anführungsstrichen.
Irgendwie kommt mir das... Ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, ne, dass mich das Lied irgendwie so ein bisschen an Battleblock Theater erinnert. Übrigens, wer das Let's Play noch nicht gesehen hat, könnt ihr euch ja mal angucken. Ist eigentlich ganz interessant. Ist ganz witzig. So. Okay. Weiter geht's. Irgendwie. Also ich weiß nicht, das ist erst seit dem Update so. Also vor dem Update war es ja nicht so schlimm, ne? Das habt ihr ja selbst noch miterlebt. Vorm Update ging das eigentlich ganz flüssig hier. Aber jetzt? Oh Mann. Ich mache jetzt einfach den Shader komplett raus. Ist mir jetzt egal. So, jetzt spiele ich hier halt mit flüssig 60 FPS. Vorher mit dem Shader hatte ich immer nur so irgendwie 20 oder sowas. Das war nicht so schön. Es gibt jetzt ja auch viele YouTuber, die schon in, hier, ne, 60 FPS hochladen. Aber ich, ja, ich teste das, glaube ich, auch mal aus, wie das so ist, ob man da irgendwie einen Unterschied auf YouTube sieht. Werde ich ja dann hier nach dieser Aufnahme sehen, weil, ne, jetzt läuft das ja hier alles schön flüssig und so. Da werde ich ja dann hinterher einen Unterschied sehen, also wie das zwischen 30 und 60 aussieht, wenn ich dann irgendwann mal eine 60 FPS Testaufnahme mache. Muss ich mir noch alles überlegen, ob ich das mache, weil eigentlich wollte ich ja die ganzen Videos nicht zu groß werden lassen. Weil wie ihr bestimmt wisst, schlägt sonst bei mir wieder die Drossel kommt zu und es ist nicht so geil. Ich habe zwar, wie gesagt, einen Weg gefunden, das zu umgehen, aber ich weiß nicht, ob das zu 100% klappt. Und da will ich nicht schon nach dem ersten Tag irgendwie ja alles weg haben. Zurzeit lade ich übrigens so, ja, Videomaterial. So circa, keine Ahnung, kann man nicht direkt sagen, 5 bis 10 GB pro Woche hoch. Also das hält sich eigentlich noch in Grenzen, aber wie gesagt, ich mache halt wirklich nur HD, in Anführungsstrichen. Und halt nur 30 FPS. Deswegen sind die so klein. Ich denke mal, wenn ich jetzt 60 FPS und Full HD machen würde, dann wäre das irgendwie so viermal größer oder sowas. Teste ich wie gesagt mal alles aus. Ihr könnt ja mal sagen, ob euch das gefallen würde, sowas in 60 FPS zu sehen. Oder ob ihr denkt, das ist unnötig. Ja. Aber eigentlich, also ich finde eigentlich ist es unnötig. Weil es geht ja um das Spiel und nicht irgendwie um die Performance. Na, so. Vor allem auf YouTube sieht man das ja dann hinterher. Ich weiß es nicht. Also wenn es dann in 60 FPS angezeigt wird, ist gut. Aber es gibt ja auch manchmal PCs, die das nicht hinkriegen, beziehungsweise leckt es ja dann auf dem Handy auch mehr. Und ich habe gemerkt, seitdem 60 FPS aktiviert wurde und ich mir irgendwie so ein 60 FPS Video angucke, leckt YouTube. Ich weiß jetzt nicht, ob das an der Drosselcom liegt oder ob das an YouTube liegt. Auf jeden Fall ist es bei mir so, dass YouTube einfach mega lange lädt. Also normalerweise sollte ja mit meiner Internetleitung, da kann ich so mit ja maximal 12.000 Kbit pro Sekunde runterladen. Da sollte ja so ein Video eigentlich innerhalb von wenigen Sekunden fertig geladen sein, wenn ich das jetzt nur auf 480p oder so angucke. Weil das mache ich eigentlich meistens, weil mir das so reicht, wenn ich das so nebenbei laufen lasse. Da achte ich sowieso nicht auf die Qualität. Da mache ich immer 480p und mittlerweile leckt es da irgendwie zwischendrin. Und das ist nicht so geil. Ich weiß aber nicht warum, ob das jetzt an Drosselcom oder an YouTube liegt. Ist halt alles so ein bisschen komisch, ne? Weil das jetzt... Ich weiß gar nicht, wie lange es schon 60 FPS Videos gibt. Gibt es ja schon bestimmt länger diese Möglichkeit, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. So genau habe ich mich damit noch nicht beschäftigt, nur ich habe es jetzt manchmal gesehen. So. Upsala, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich irgendwas, wo ich mich draufstellen kann. So. Gucken wir mal, ob wir uns hier runterbuddeln können. Ja, okay. So. Jetzt schnell zurück. Okay, hier war's das. Das nehmen wir alles mit. Ups. Was war denn das? Das geht ja mal gar nicht. Okidoki. Natürlich immer schön wieder nachpflanzen, damit wir hier immer genug haben. So, gucken wir mal, wie viel haben wir denn jetzt? 2 Stacks. Ich weiß nicht, ob das schneller geht oder ob es länger dauert, aber irgendwie finde ich... Ich weiß nicht. Ich mache sowas halt nicht gerne. Moment, ich mache mal kurz hier...
auch friedlich, weil jetzt nachts rennen wir hier sowieso nicht rum, es ist ja die ganze Zeit Tag gerade. Da lohnt sich das ja nicht. So, da ist der nächste große Baum. Also ich weiß nicht, ob das so mit dem Holzfarmen schneller geht. Wenn wir jetzt einen Timbers-Mod drin hätten, dann würde es auf jeden Fall schneller gehen. Aber haben wir ja nicht. So. Mir hat auch jemand einen Kommentar geschrieben, ich soll doch mal ein anderes Aufnahmeprogramm ausprobieren. Weil ich halt gesagt habe, ja, ich nehme mit Fraps auf und ich muss sagen, Fraps ist wirklich schon alt. Also ich habe jetzt schon von mehreren YouTubern so gehört, dass die mit anderen Programmen aufnehmen. Und ich werde einfach mal austesten. Also ich werde jetzt nicht das nehmen, was die meisten YouTuber nehmen, sondern ich werde einfach das nehmen, was mir am besten gefällt. Und Fraps fand ich so bis jetzt eigentlich immer ganz gut. Nur was mich halt bei Fraps immer gestört hat, ist, dass es zum einen, also jetzt merke ich das halt nicht mehr so sehr, aber damals mit meinem Laptop habe ich das schon extrem gemerkt, dass es halt schon relativ viel CPU, also hier Prozessorleistung zieht. Das ist jetzt aber nicht mehr so das Problem, also ne, aber was halt doof ist, dass das so große Videos macht. Das heißt, nach einer Aufnahme ist erstmal meine Festplatte voll. Wir haben jetzt LS aufgenommen. Da haben wir irgendwie, weil es uns gerade Spaß gemacht hat, so 2 Stunden lang aufgenommen oder sowas. Und das war dann mal eben 300 GB groß. Es gibt andere Programme, die sind da kleiner. Ich kann ja mal kurz gucken, ob ich die genauen Daten sagen. Also wenn das jetzt, also es war ungefähr 300 GB groß und wenn es gerendert ist, dann sind es nur noch 5,26 GB groß. Ich meine, da muss dann Fraps schon mal irgendwie, ne? Dafür hat man natürlich bei Fraps volle Qualität. Weiß ich nicht, ob das bei anderen Programmen auch so ist, aber die Qualität kann man ja meistens einstellen. Wie gesagt, ich werde das ein bisschen austesten. Muss ich mal gucken, ich habe da schon mir ein paar rausgesucht. Werde ich einfach mal so die bestbewertetsten austesten, mir angucken, womit ich am meisten anfangen kann. Es gibt ja auch von Nvidia so ein Aufnahmeprogramm, habe ich gehört. Aber das soll, glaube ich, nicht so gut sein. Ich weiß es nicht. Für meine Grafikkarte funktioniert das sowieso nicht, weil ich ja die 560 Ti habe, falls euch das irgendwas sagt. Und die ist schon so ein bisschen älter, sag ich mal. Und dieses Aufnahmeprogramm von Nvidia funktioniert, glaube ich, erst ab 600, also ab der 600er Serie. Keine Ahnung. Ja. Ich müsste mir sowieso mal eine neue Grafikkarte holen. Vielleicht würde dann das hier mit dem Shader auch besser klappen. Das weiß ich nicht. Ist halt immer schwierig zu sagen, ob es jetzt an der Grafikkarte liegt oder am Shader, aber jetzt zurzeit habe ich meistens so das Gefühl, dass es eher am Shader liegt, beziehungsweise halt an irgendwas anderem. An Minecraft allgemein, weil wenn ich die Aufnahme starte, dann läuft es ja flüssig. Also jetzt mit 30 FPS, das ist halt auch schon fast wieder grenzwertig, aber ich meine, mehr als 30 FPS sieht man ja bei YouTube sowieso, wie gesagt, nicht. Zumindest nicht, wenn ich so 30 FPS hochlade, das war ja bis jetzt Standard. 60 FPS ist ja jetzt erst neu, das heißt, bis jetzt hat man sowieso nur 30 FPS maximal gesehen. Um genau zu sein, 29,97. Um so ein bisschen klug zu scheißen. Also, ne? Da hat mir das jetzt nichts gemacht, dass das nur in Anführungsstrichen nur 30 FPS waren. Mit meinem Laptop hatte ich da 2, wenn ich Glück hatte. Manchmal nur 1. Ich weiß gar nicht, ob Fraps unter einem FPS anzeigt. Ich glaube es aber eher nicht. Naja, auf jeden Fall, ja. Ne, wie gesagt, der Shader, der läuft ja, wenn ich Minecraft starte, flüssig. Aber dann, wenn ich so ein paar Minuten spiele, dann fängt es an rumzuruckeln. Das finde ich nicht so geil. Also es liegt auf jeden Fall nicht an meinem Prozessor, weil der Prozessor, der ist eigentlich während der Aufnahme nie ausgelastet und das bisschen, was er ausgelastet ist, das liegt eher nicht an Minecraft, sondern an Fraps, weil das halt das ganze Video hier vorrendern, also aufzeichnen muss und dann auf die Festplatte schreiben muss und so. Aber das hält sich ja auch noch in Grenzen. Also das ist hier während der Aufnahme. Ich habe ja 8 Kerne, deswegen ist das so ein bisschen schwierig zu sagen, aber ich gucke gerade mal so auf Total. Also ne, ich habe hier so Open Hardware Monitor, so heißt das Ding. Da kann man sehen, wie stark ausgelastet der Prozessor ist und wie warm und sowas.
Und da zeigt er mir hier bei Total an, also insgesamt so CPU-Auslastung ist auf jeden Fall immer unter 25%, also ne. Das ist jetzt ein bisschen höher wegen Dingens, wegen Fraps. Und vielleicht, weil ich noch im Hintergrund irgendwelche Sachen laufen lasse. Also beziehungsweise nicht laufen lasse, sondern halt ne, einfach die automatisch gestartet werden. Wie zum Beispiel der iTunes-Helper, den nehme ich eigentlich immer wieder aus Autostart raus. Aber der schiebt sich irgendwie immer wieder neu mit rein, wenn es geupdatet wird. Das finde ich nicht so geil. Genauso mit Spotify oder sowas halt. So Sachen, die gerne von Anfang an gestartet sein wollen. Muss ich dann halt manuell rausmachen, aber da sind dann halt noch die Helper im Hintergrund, die man nicht sieht und die ziehen dann halt ein bisschen Leistung. Kann man aber ganz einfach im Taskmanager ausmachen, aber das ist jetzt auch nicht so das Problem. Naja, aber ich würde sagen, wir haben jetzt ja schon eine Runde aufgenommen, ne? Und dann könnte ich jetzt ja mal wieder einen Cut machen und dann könnten wir uns ja rein theoretisch so in der nächsten Folge wiedersehen. Gucken wir mal, wie viele haben wir denn jetzt? Ja, eine Folge, ein bisschen quatschen, haben wir insgesamt fast 4 Stacks. Ist ja schon okay, aber wie gesagt, so in Baumwürfeln rumschlagen habe ich eigentlich keine Lust zu, deswegen, ja, ist das jetzt mal eine Ausnahme. Naja, aber wie gesagt, ich mache jetzt einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.